Willkommen zurück zu Desi Epoch Generous. Und mit dabei ist heute, ihr hört schon, der Yvonne. Für den habe ich. Für Ivan habe ich heute richtig viele Aufgaben. Heute heißt es für Ivan, die großen Flugzeuge zum Airport zu bringen. Hätte ich keine anderen Hobbys, ey. So, ich werde ihn erstmal abholen. Angeblich blutig noch, aber ich blute nicht. Also sieht aus, der Körper blutet, aber das Zeichen der Tropfen ist normal. Ja. Ja, dann war das wahrscheinlich. Alter, läuft das so gut. Ja, ne? Ey, ich hab irgendwas mit 140 FPS. Und das warte mal, ich muss bei mir mal ein bisschen leiser machen. Nicht dir zu laut? Nee, du bist zu leise. Mein Heli ist zu laut. Ich muss nicht. Warte mal eben, ich muss hier mal. Ich singe nur. Oh ne, das ist ein Fehler. Ich mach mal kurz den hier. Du warst ein Fehler. Ich muss mal eben im Spiel etwas leiser machen. Nur sag mal was. Nein. Du bist immer noch ganz schön leise. Ich bin nicht leise, man leckt mich am. Oh. So. Na gut, ich verstehe dich. Also noch lauter kann ich nicht reden, weil das wäre dann schon sehr laut. Mach mich doch einfach bei Teamspeak lauter. Ja, da kann ich jetzt nicht mehr drauf zugreifen, ne? Wenn ich ja im Spiel bin. Nö, hast du verkackt. Lautstärke anpassen ist das Zauberwort. Hättest du vorher machen müssen. Nee, vorher war es sehr laut. Ach ja, und jetzt bin ich auch mal leise geworden, natürlich. Naja, ist jetzt nur, weil ich mit dem Heli fliege. Achso, ja, dann machst du den Heli leiser. Ja, habe ich ja gerade schon, aber naja, gut. Ich hoffe mal, die Leute hören dich auch, aber ich denke mal schon, ich höre dich ja auch. Wenig. Das ist hier Eigenkommunikation-Ding. Ja. So, ich hole dich natürlich mit meinem allerteuersten Heli ab, ne? Cool, ich schieß drauf. Naja, das macht dir nix. Da grinst er noch. Ja, ja. Ich hab eine AS-50. Oh, hier unter mir habe ich gerade einen Heli gesehen. Ja, und ich hatte einen übelsten Leck. Ja, hatte ich auch gerade. Und das in der Luft. Also quasi 20 Minuten auf der Stelle gelaufen. Ja, ja. Da hier ist er. Wirklich wenig. Ja, ist ein Auto weit und ja, du bist ja da an dem. Da findest du keine Autos. Ich hab ja gesagt, im Inland. Und vor allen Dingen, wenn du eins findest, musst du da vorne, wo du jetzt bist, musst du quasi alles schon mal mitnehmen, was du für ein Auto brauchst zum Reparieren. Ja, genau. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Ja, Ivan Ult Surfer, ne? Sagt dir das was? Ja, das sagt mir mit Holz bauen so weit, dass du. Keine Ahnung. Nee, du kannst hier schon auch mit Stein und Metall bauen. Das ja, kannst du schon. Das ist ja viel zu einfach. Holz ist aber eine Herausforderung. Ja, Holzhacken geben so einen Scheiß. Ja, ja, na, das, wenn ich dann hier baue, dann wird das auch nur mit Holz passieren. Weil ich finde, Holz hat halt noch Klasse, weil da musst du wirklich jeden Scheißbaum noch selber hacken, das ja, umarbeiten, ja, dann in Bretter und dann. In diese komischen und nicht zum Händler gehen und alles gleich Fertigteile kaufen und dann nur noch aufstellen, ne? Das ist voll kacke, finde ich. Eben meine Rede. Sag mal, wie weit bist du noch hin? Ja, ich komme jetzt die Küste lang. Also bis nach, ich bin jetzt in Berenzino. Ja, viel Spaß. Aber Alter, bist du langsam. Ja, ist halt ein übel schwerer Heli, ne? Sag mal, Berenzino. Ich bin jetzt bei. Immer noch Cerno. Immer noch Cerno. Ja. Bin jetzt auf dem Weg langsam nach Elektro. Aber uns jagt ja keiner, ne? Das ist immer meine Reden. Was? Gibt's hier Zombies? Ja, und die sind sogar richtig gefährlich. Ich bin einem begegnet und der macht irgendwie keinen Bock auf mich gehabt. Ist wieder gegangen. Ja, dann sei froh, weil mich haben sie schon einmal getötet.
Nee. Keine Chance gehabt. Der hat mir eine geboxt, da bin ich ohnmächtig geworden und die anderen haben mich aufgefressen. Während ich ohnmächtig war. Sum, sum, sum. Ja, wie gesagt, den einen Heli, den ich bei mir habe, der ist nicht abgeschlossen, auch ein, also ein großer, ne? Da weiß ich nicht, wo man den verkaufen kann. Ich bin also ja jetzt meinen schon, großen kannst du nirgends verkaufen. Ich bin ja jetzt schon bandit. Es könnte, du müsstest allerdings versuchen, Richtung Hero zu gehen. Dann müssen wir quasi Banditenmission machen, wo ich dann nur spähe und du alle abknallst. Warum? Ja, weil ich kein Plus kriegen will. Weil ich genau, das heißt, ja genau, du schaust. Na, ein bisschen kann ich schon noch, ein bisschen Plus kann ich schon kriegen, aber nur 640, weil dann, sonst bin ich wieder unter 5000. Ja klar, können wir machen, ist kein Problem. Alter, ich laufe mir hier die Haken rund, ne? Also du kannst quasi auch jeden Zombie abknallen, den du siehst, der gibt dir auch Plus. Weil das ist auch ein Witz. Wer geht schon mit solchen blöden Schuhen auf eine Survival-Tour hier? Keine Ahnung, da würde ich mir irgendwas Besseres anziehen. Vor allem diese hässliche Kappe, Alter, da müsste ich schwitzen wie ein Ochse. Weißt du, läuft ununterbrochen, ohne Pause, ohne Seitenstechen. Alter, das ist ein Veteran, das heißt hier. Könnte ich nicht. Ich würde jemand nicht weinen wie ein kleines Baby. Dazu. Wir fliegen schön an der Küste entlang. Ich bin gleich in Elektro. Ja, ich bin aber Cherno. Ja, ist ja nicht schlimm. Ich kann ja über Elektro rüber. Das will ich aber nicht. Kamitschowa bin ich jetzt rüber geflogen. Oh, hier kann man Boxen, Dance und Handstand machen und sowas. Echt? Ja. Habe ich noch nicht herausgefunden. Ja, muss erst immer ein Ivan kommen und dir sowas zeigen. Ne? Ja. Meinst du jetzt in diesem Action-Menü da? Nein, das verrate ich dir nicht. Ja, bestimmt. Das habe ich nämlich noch absolut nicht durchgesehen. Nee, das Action-Menü ist es nicht. Da kannst du nur einen Admin und sowas kontaktieren. Ach so. Na, doch, ist das Action-Menü. Ja, wollte gerade sagen. Aber auch jeden Scheiß. Ne? Wollte gerade sagen. Junge, hol mich mal ab hier. Ich lauf mir wirklich die Füße rund. Geh so jetzt ein Scheiß-Heli, wenn ich den sehe, ey. Du machst den ganz gemütlichen, ne? Ja, ich hab hier aber auch schon Blut geschwitzt. Glaub mir. Also Blut schwitzen, ich hab schon Blut gekackt und ich hab eine wunderschöne Stelle gesehen, wo man bauen könnte. Dann würde ich aber mal zum Arzt gehen, wenn du Blut gekackt hast. Du könnte Tomatengröße sein. Ja, du wirst hier keine einzige Base finden. Ich habe hier aber eine wunderschöne Stelle gefunden, wo man eine stellen könnte. Wirklich wunderschön, einfach traumhaft. Also die Leute, die sich da irgendwie was hingestellt haben, und ich verstehe nicht, da haben manche übelste Panzer und so, ne? Wir können, ich kann ja mal, bevor wir zu meiner Base fliegen, kann ich ja mal mit dir zu Starry fliegen. Da ist in der Nähe, hat sich einer massenweise was hingestellt. Ja, und ich verstehe nicht, wo man das kaufen kann. Ich will auch so eine Panz. Ich will auch. Soll ich runterkommen? Nein, ich bin viel zu weit weg. Jetzt kannst du langsam runterkommen. Dein teuerster Heli, Alter, das ist ein. Bist du Arsch? Die kleine Meise? Ja, den habe ich ja. Der ist nicht mal gekauft. Das ist ein. Den habe ich nur repariert. Und der ist. Ja, Alter, geht noch weiter runter. Wo bist du denn? 380 Meter weg. Ja, geradeaus bitte. Noch ein bisschen geradeaus, noch ein bisschen. Sag mal, siehst du mich nicht, denn Junge? Boah, ich schieß hier auf dein scheiß Heli ein bisschen vor noch, bitte. Ich komm doch ich schon. Warte hier, ich warte. Kommst du runter jetzt? Ah! Peng! Ey! Oh, ich hab getroffen. Ja. Du bist du? Nee, ich nicht, aber mein Heli ist jetzt schon beschädigt. Echt? Von der Pistole, Alter? Naja, sicher. Das ist ja voll die scheiß Ding. Na, das ist ja bloß ein ganz einfacher. Ah, was willst du da ausrüsten? Hör auf. Schon wieder ganz gierig danach. Als Passagier, so. Dann so, Moment. Ich hab dir was Wunderschönes in den Heli gelegt.
Ja, was, eine Wurst? Nein, Schokoriegel. Ja, ein Schokoriegel. Nee, den kannst du mal behalten. Das ist nämlich kein Schokoriegel. Ja, wenn du wüsstest, die wahrscheinlich längste Praline der Welt. Ja, und ich habe auch das andere Map-Ende da hinten, wo wir damals die Panzer gekauft haben. Da steht auch keiner. Schau mal hier, da hat das Haus jetzt, was da rechts kommt unten, ne? Ja. Das ist wunderschön, so einsam im Wald. Das hier. Ja, mit Zaun. Mit Zaun, also Mauer. Ja. Ja, aber weißt ja, Freestyle. Ja, dann da oben mitten auf dem Berg hier rechts, bitte. Mitten auf den Scheißberg. Dass auch ja kein Schwein da hochkommt. Ja, mein Handy, ich muss mein Fingerton ausmachen. Herzinfarkt. Ganz schön laut in der Kiste hier. Jo. Ja, Leute, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Ich wollte den einen Tag, wollte ich hier früh eigentlich aufnehmen. Da war der Surfer offline gewesen, ging also nicht. Dann wollte ich nachmittags aufnehmen. Da war der Surfer einmal weg. Ja, wurde mir nicht mal angezeigt. Und da dachte ich schon, na schön, jetzt habe ich schon so viel Zeug geramscht und gesammelt und ne. Und jetzt kann ich wieder von vorne anfangen. Da hätte ich aber dann erstmal eine richtig große Pause eingelegt. Und nächsten Tag dann gucke ich einfach nochmal und da war er wieder da. Also meine ersten, also ich bin jetzt ungefähr 10 Minuten auf dem Server und das, was mir schon alles passiert ist, ich spawne, mache einen Fallschirm auf, ich mir dabei die Beine, ja, das, dabei. Ey, das ist ein wundervolles Feeling. Jo, das ist mir, wie gesagt, das ist sogar eine Aufnahme, glaube ich, das ist mir ein einziges Mal passiert. Ich weiß nicht warum, entweder habe ich zu schnell Leertaste gedrückt, also in dem Fall bei mir Controller A. Weiß ich nicht. Ich kann es ja auch nicht sagen, ich weiß es nicht. Es hat sich bloß sehr blöde angefühlt. Ohnmächtig mit dem Fallschirm. Ja. Da hinten ist was. Da ist eine kleine Base. Da rechts auf Stein. Da habe ich sie noch nicht entdeckt. 90 Grad quasi von uns. Mit Fahrzeugen. 4, 5, 6 Stück. Und ein dicker, fetter Heli. Ganz weit weg. Ja, ich wollte jetzt erstmal eine andere Stelle zeigen. Muss sie bloß finden jetzt noch. Die war hier irgendwo. Also wir sind jetzt direkt vor Starry. Ah, da links, ja, ich sehe es. Links? Hier ist ein Fahrzeug. Ach hier, da, ja, da. Aber da fehlt ein Haus. Naja, die haben hier nicht gebaut. Die haben hier quasi nur, Ja, das ist aber, glaube ich, noch in der Safe Zone, oder? Nee, nee. Ist das Zeug offen? Ah, meine Kamera, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, und wenn du dich hier, oder? Ich habe mich mal hier bei der ausgelockt hier, ne? Ja. Geh auf Toilette bloß, weil ich hier wieder weiter aufnehmen wollte. Ja, war gestorben. Gestorben? Ja, aber nicht jetzt durch einen Zombie oder so. Wenn dann? Wenn du dich basecampen, ist hier absolut verboten. Und wenn du dich länger als, weiß ich nicht, auf der Stelle aufhältst. Ja. Ja, dann wirst du vom Surfer getötet. Ja, so den Panzer will ich auch haben. Und dann gibt es noch diese anderen Panzer. Ja gut, diese Autos hier und den SUV, ja, den kann man kaufen. Hier ist ja voll das Zeug drin, ey. Und die Helis da hinten auch. Ja, nur die Panzer. Hast du alles durchsucht? Nö, eigentlich nicht. Weil ich habe hier Antibiotikum, Schmerzmittel. Und weißt du, warum die hier nur hinten hingestellt haben? Was weiß ich, hier ist sogar eine Kettensäge. Ich denke mal, weil sie keine Miete zahlen wollen. Möglich, oder ist es alles verschwunden? Deswegen schweben auch die Kisten in der Luft. Hm, dann müssten aber die Autos auch langsam aufgehen. Oder der Panzer. Wenn ja, der vielleicht ist es vom Server so eingestellt. Abgeschlossen. Ist alles abgeschlossen. Oder meinst du, es haben die Admins hier so errichtet, dass man das Spieler mal gucken können, so was man sich alles. Aber in der Panzer kann man sich doch nicht kaufen. Wieso kann ich kein Nachtsichtgerät nehmen? Was ist denn das jetzt? Ja, Nacht gibt's hier auch. Warte mal. Wo ist die Sonne?
Oh, ja, aber noch. Ich kann das Nachtsichtgerät nicht aufsetzen. Ich kann es nicht nehmen. Wieso nicht? Hier in der Kiste ist ein Nachtsichtgerät. Sogar zwei. Und ja. Ich kann es nicht nehmen. Da sind auch noch Anzüge. Ich weiß. Terrorist. Oh, was habe ich jetzt genommen? Was habe ich? Verflucht nochmal. Ich habe die Nachtsichtgeräte jetzt im Rucksack drin. Okay, warte. Ich hole mir eins raus. Ich pack mal die, Ich kann mir keins nehmen. Vielleicht geht das mit dem Skin nicht zusammen. Mit dem was? Na warte mal, ich leg mal eins auf dem... Nee, das geht nicht. Ich kann es scheinbar nicht aufnehmen wegen dem Kostüm, was ich aufhab. Hier ist, Alter, da ist Drogen drin und Baumaterial. Was? Bei mir ist die jetzt leer. Nee, hier, bei mir. Aber ich kann nichts rausnehmen. Wo guckst du denn? Auf der Seite jetzt? Nee, hier. Hallo. Oh, hier sind 26 Verbände drin. Dann hör mir doch nicht zu. Wo denn? Da. Komm mit. Hier hinten. Ach, du standst die ganze Zeit noch bei mir da vorne. Ja, das ist Einbildung. Ja, und wo soll man das dann verkaufen? Was? Jetzt kann ich wieder was nehmen. Das ist doch verarscht. Wo hast du das Nachtsichtgerät? Noch in deinem Rucksack? Ich glaube, ich hatte ein Verbindungsproblem. Naja, im Rucksack. Ah, hier hätten wir schon mal Lamba. Ja, jetzt kann ich es nehmen. Ich glaube, ich hatte ein Internetproblem. Ach so. Alter, Daniel, du hast gewonnen. Schon mal in diesem Ding hier drin. Ich nehme mal alles hier mit, was hier drin ist. Sogar einen Vorschlaghammer habe ich gefunden. Ich hoffe mal, das ist erlaubt. Ich weiß es jetzt nicht genau. Ich will hier nicht nerven, Daniel. Hier, das Ding. Ja? Schau mal rein. Pfeif auf das, was du jetzt gerade nimmst. Na, Drogen. Wir drauf geschissen, schau mal hier rein. Bitte. Ja, wir können ja noch mal herfliegen. Bei mir bist du weg. Ah ja, wahrscheinlich ist es doch verboten. Ich komme mal wieder rein. Was ist verboten? Na, sich zu bedienen einfach. Ja, aber was steht denn das dann? Was ist denn das für ein Dreck? Oh, jetzt seht ihr meinen Desktop, ne? Wieso bin ich denn jetzt ganz rausgeflogen? Ja, und jetzt muss man hier wieder bei Steam. Hier steht auf irgendwelche komischen Sprache, dass du, sorry. Ja, sorry, dass ihr das jetzt, in der Aufnahme mit drin habt, hier mein Desktop und so. Passiert. It happens. Ja. Ich glaube, ich habe es kaputt gemacht. Es gibt hier sogar Bärenfallen. Bärenfallen. Bloß für was? Daniel, hier ist so viel Zeug. Hier ist so viel Zeug. 210 Bretter. Ja, aber sofern du anfängst, alles zu nehmen, hast du ja gesehen. Oder das war jetzt, weil ich zu lange schon jetzt in dieser Base rumstehe. Aber dann hättest du. Ja, dann müsstest du ja auch rausfliegen. Von wegen. Eigentlich ist so viel Zeug, Alter. Ich guck gleich mal. Ich habe jetzt auch noch ein bisschen Baumaterial da mitgenommen. Alter, das ist... Wow. Ja, leider kriege ich ja in dem Heli, den ich jetzt mit habe, kaum was rein. Der hat nur ganz wenig Plätze. Ich pack ein, was ich nur kann. Blockboxen, was sind die wert auf dem Server? Oh ja, die nimm mit. Ich glaube, ein Briefcase. Dann habe ich ein paar gefunden. So. 10? Wie viel? 10 oder so? Echt jetzt? Ja. Aber ich habe doch da auch schon mal reingeguckt. Da war doch... Ach so, ich hatte nur in diesen großen Hütten geguckt, aber nicht alle. Und die waren leer gewesen. 8, 9 Stück habe ich von den Lockboxen. Und 210 Bretter, Alter. 210! Öl fast nämlich auch mal mit. Du meinst Lamba? Die Lamba. Ja, Lamba. Hm. So, da bin ich wieder. So, Surfer, nicht nochmal so was.
alle Fahrzeuge zu. Was ist denn das für ein Rotz, ganz ehrlich? Ja. So ein Schmarri. Hattest du jetzt, das war in der Hütte hier drin, ne? Sagtest du? Nee, nee, nicht nur da, sondern hier. Hier ist auch noch. Boah, direkt hier rechts, ja, von dir. Daniel? Der Satz. Ja, ja, warte mal kurz, ich will mal hier noch ein paar von denen. Ja, ich weiß nicht, ob du mir zugehört hast, aber ich hoffe schon. Ein paar von den Netzen wollte ich jetzt noch mitnehmen. Wieso höre ich meinen eigenen Puls? Ja, bist du erregt oder was? Keine Ahnung. Eigentlich nicht gerade. Ich habe eine Kettensäge auf dem Rücken, immer noch. Kann ich das gegen eine Waffe austauschen oder so? Geht das? Du bist an der Hütte vorbeigelaufen. Ja, ich will mich nicht hier so lange aufhalten, weil ich Angst habe, dass ich gleich wieder rausfliege. Aufgepfiffen. Weil, ach so, ich bin ja auch Bandit. Die Hütte hier kann ich gar nicht reinschauen. Ja, dann musst du an einer Seite... Ah, jetzt. Da steht doch jetzt was, irgendwas mit Bandit gerade in weißer Schrift. Ja, das ist Mischen. Ja, Lamba, aber ich kann das ja auch, ne? Hacken. Wie gesagt. Hast du einen Sledgehammer mitgenommen, kompletten? Ja. Okay, dann brauche ich keinen mehr mitnehmen. Ja, vielleicht hier noch die. Wo war die jetzt? Und ich sag's nochmal, ich habe eine Kettensäge. Ja. Die nehme ich mal noch mit. Und ich habe. Ich habe einen Dattrich, warum? Ah, ich bin überlastet, 403 Kilo. Ja, das kann sein. So, lass uns hier verschwinden. Okay. Ich habe nämlich keine Lust nochmal raus. Was mache ich mit den ganzen Lockboxen? Ja, wir fliegen jetzt gleich zu Starry mal rüber. Ja, das ist doch gleich nebendran. Achso, kannst ja mal hinfahren. Wo ist denn jetzt mein... Habe ich mein Heli nicht hier geparkt gehabt? Ach, hier ist er ja. Hier. Alter, das ist manchmal eine Orientierung. Ah ja, die ist für den Arsch. Auch wenn ich meine Leichen finden muss und so, weißt du ja, ne? Oh, hör auf. Da gibt's einige Parts gibt's, da habe ich sie nicht gefunden, obwohl ich ein paar Meter daran vorbeigelaufen bin. Und denkst du, ich habe die gesehen? Ja, grün ist ein bisschen schwer. Hier steht ein Auto. Und hier steht ein Heli. Ich glaube, das Auto ist nur ist abgeschlossen. Der Heli? Soll ich die Kettensäge behalten oder verkaufen? Die kannst du behalten, ja. Ich habe noch keine. Ja gut, dann parken wir hier irgendwo, damit ich die Kettensäge bei dir in die Tasche reinschmeißen kann. Die könntest du in den Heli reinpacken. Ja, ich habe ja gesagt, park mal hier. Mensch. Na, hier in Starry. Ja, park doch. Du. Bitte nicht in dem Mast da drin. Oh. Was? Vorsicht. In den Baum rein. Vorsicht. Nein. Stopp, da sind Steine. Oh, schade, klappt nicht. Ach, Mann. Nur hättest du einen Unfall gebaut. Ach ja, geht ja nicht. So, pack auch mal, wie viele Lockboxen hast du? 9 oder so? Pack mal noch 2 in den Heli. Weil in den Lockboxen passte mir auch richtig viel Zeug rein. Man brauchte gar keine Tresore. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel in den Tresor reinpasst. Also, wer kauft die Kacke hier? Der da, ne? Warte mal, ich gehe mal hier die Zelte überprüfen. Hier habe ich ja die eine AS-50, habe ich mir verschluckt, eine AS-50 gefunden. Ist leider noch nichts gespawnt hier in den Zelten. Warte mal. Safe? Lotpol? Wo finde ich die Lockbox? Ach so. Ne, die kannst du nicht verkaufen. Es gibt keine Lockboxen zu kaufen. Das habe ich mich ja auch gefragt. Und ich habe meine Lockbox, die ich habe, die habe ich ja auch von der Mission. Was? Bekommen. Genau. So ein Scheiß. Na komm. Nee, dann behalten wir alle. Oh, das ist doch Rotze. Willst du fliegen?
Ich wollte mir gerade eine schöne Waffe kaufen. Kack auf Fliegen, ich wollte... Nee, ich hab doch eine schöne Waffe für dich. Aber ich wollte mir eine kaufen, weil ich mir das verdient habe. Ich fahre Motorrad. Oder ich fliege. Bist du Seezunge? Das ist ein bisschen weit. Aber schön. Ja, ist aber schön. Als würde ich so weit kommen mit dem Motorrad. Hör auf. Nee. Wahrscheinlich durch den ersten Wald und dann vorbei. Ersten Stein. Hab ich deine Instrumente kaputt gemacht mit dem Heli? Ja. Das ganz unten? Echt? Ja, ja. Ja, das warst du mit der Pistole. Nee, lüg doch nicht. Mhm. Quatsch. So, ich mach mal... Gewissen machen. Ach, nee. Ich mach mal hier jetzt... Eimer-Heli. Naja, und lass den doch. Die kosten kaum was. 4 Gold kosten eine Mozi. Okay. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Achso, ja, ich mache hier mal einen Schnitt und wir fliegen jetzt, wir sehen uns dann bei meiner Base wieder. Und ja, sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Easy Epoch Generous. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Adieu. Ciao.